Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute will ich dir erklären, warum die Gesellschaft uns den Erfolg mit Frauen ruiniert, was da genau die Mechanismen, die Geheimnisse hinter sind und was du dagegen tun kannst, was du tun solltest, um entgegenzusteuern. Ganz, ganz wichtiges Video. Viel Spaß dabei. Also, ich rede hier von versteckten Mechanismen, rede davon, dass die Gesellschaft unseren Erfolg mit Frauen sabotieren will. Wovon rede ich hier überhaupt? Ich rede von einer Sache, die wohl fast alle Männer betreffen. Ich kenne diese Sache, du kennst sie wahrscheinlich, welche ich dir gleich davon erzähle, und fast jeder Mann kennt sie. Und um das zu verstehen, müssen wir uns gerade erstmal eine kleine andere Sache angucken, nämlich wie läuft das eigentlich aktuell in unserer Gesellschaft, wenn man sich Dinge anguckt wie Medien und was uns präsentiert wird. Wir schauen uns vor allem mal an, was wird uns präsentiert an Mann und Frau und hier natürlich speziell, was wird uns präsentiert an Frau. Und dann nehmen wir mal als Beispiel Instagram zum Beispiel oder Werbungen. Und du wirst immer wieder sehen, dass eher auf Instagram zum Beispiel oder auch in Werbung oder in solchen Sendungen wie Germany's Next Topmodel dir Frauen präsentiert werden, die über alle Maße super gut aussehend sind. Also es sind super hübsche Frauen auf Instagram, die machen sich alle fertig, die sind alle super aus, sind super durchtrainiert. Bei Germany's Next Topmodel das gleiche und in der Werbung allgemein. In der Werbung werden natürlich Menschen genutzt, die tendenziell besser aussehen, damit du dich mit denen identifizieren möchtest. Und wird also immer wieder gezeigt, guck mal, so viele hübsche Menschen, natürlich auch Männer sowie Frauen, und wir kriegen den Eindruck, okay, da draußen gibt es ganz viele hübsche Menschen und wenn wir nicht mit einer von diesen Frauen zusammenkommen oder wenn wir nicht eine dieser Frauen kriegen, dann haben wir was falsch gemacht, wir wollen uns nicht mit dem schlechten Rest zufrieden geben, sondern wir wollen nur die Top-Frauen haben. Das ist das, was wir denken. Und natürlich hat das Ganze auch eine evolutionsbiologische Grundlage im Sinne von eine hübschere Frau, eine Frau, die krassere Kurven hat, spricht uns natürlich von einer rein reproduktiven Seite mehr an. Da will ich gar nicht gegen sagen. Das ist natürlich absolut so. Aber es macht auf jeden Fall den Eindruck, diese Werbeseite, diese Präsentationsseite, die Gesellschaft, das, was sie uns präsentiert, gibt uns eben den Eindruck, da draußen ist alles voller heißer Frauen. So, was ist aber die Realität? Die Realität ist, dass der Durchschnitt der Menschen eben durchschnittlich aussieht, denn sonst wäre es ja nicht der Durchschnitt. Ne? So wie jeder Mensch auch von sich denkt, er läge über dem Durchschnitt ein bisschen mindestens, wer weiß. Es heißt der Durchschnitt, weil dort konzentrieren sich die Werte. Ja? Dort ist der Mittelwert, dort konzentriert sich die größte Masse an Punkten, die größte Masse an Leuten konzentriert sich in der Mitte. Das heißt, die größte Masse an Leuten sehen durchschnittlich aus. Und dann gibt es eben einige wenige, die sehr, sehr schlecht aussehen und einige wenige, die sehr, sehr gut aussehen. Und das Problem ist jetzt eben, und wie gesagt, ich kenne das von mir selbst, aber auch von ganz vielen Coaching-Teilnehmern, das Problem ist, dass wir dadurch oder dass die Gesellschaft uns dadurch so ein bisschen den Erfolg mit Frauen, naja, ruiniert, will ich nicht sagen, weil das klingt dann so, oh, die Gesellschaft macht das und du kannst nichts dagegen tun. Und da bin ich ein großer Fan von. Aber nein, wir machen das selber irgendwo. Weil was dann passiert, und ich erzähle das mal aus meiner eigenen Perspektive, ist, dass ich ganz viel immer draußen rumlaufe und das Gefühl habe, boah, okay, jetzt muss ich hier meine Traumfrau ansprechen, jetzt muss ich aber hier die Top 10 ansprechen. Und das hat dann zur Folge, dass ich alle anderen Frauen so ein bisschen ausblende und sogar die Frauen ausblende, und da kommen wir jetzt gleich zu, sogar die Frauen ausblende, die mir eigentlich Signale geben, die mir eigentlich positive Signale geben, aber ich denke mir, okay, ich kann hier noch was Hübscheres finden, denn hübsche Frauen sind ja sowieso überall unterwegs, es scheint sie ja viel zu geben. So. Und natürlich gibt es sie auch, das sagt ja auch niemand. Also, das passiert. Und jetzt hatte ich mal die Erfahrung, das ist ganz interessant, dass ich meine Coaching-Teilnehmer früher immer auf sehr, sehr lange Ansprechsessions auch teilweise geschickt habe. Und dann habe ich die teilweise mal auf Ansprechsessions geschickt von 30 Frauen am Tag und habe mir dann gedacht, okay, dann sollte ich auch mal 30 Frauen am Tag machen, gucken, wie so das Ergebnis ist. Ich wollte es auch mal wieder machen. So, dann bin ich losgegangen. Und was du jetzt feststellst, wenn du das mal gemacht hast, wenn du dir vornimmst, 30 Frauen anzusprechen, das geht sowieso erstmal nur in einer etwas größeren Stadt, aber was du feststellst, ist, du kannst nicht nur die Frauen ansprechen, die dir super gut gefallen, weil dann schaffst du die Aufgabe nicht. Das geht fast nicht, außer du hast sehr, sehr viel Glück. Du kannst nicht nur Topmodels, du kannst nicht nur Frauen, die dich absolut weghauen, ansprechen, weil dann kommst du nicht auf 30, sondern du musst auch Frauen ansprechen, wo du dir denkst, ja, sieht ganz interessant aus, ich kann ja mal vorbeischauen, oder wo sie dir ein Signal gibt und du dir denkst, ja, wäre normalerweise jetzt nicht mein Typ, aber ich gehe mal hin und guck mal, was passiert. Die musst du mitnehmen, um diese 30 Frauen noch voll zu kriegen. Und was ich an diesem Tag erlebt habe, wo ich das gemacht habe, oder an den mehreren Tagen, wo ich das gemacht habe, ist, dass ich total geile Gespräche geführt habe. Ich habe total coole Frauen kennengelernt. Nicht Frauen, wo ich jetzt sage, das ist meine absolute Traumfrau, mit der will ich jetzt eine Familie gründen, aber Frauen, mit denen ich Spaß hatte, mit denen ich eine geile Zeit habe, mit denen ich ein cooles Gespräch gehabt hatte, ein cooles Date, vielleicht eine coole sexuelle Begegnung. Das sind alles Sachen, die sind passiert. Und die haben mir dann im Umkehrschluss das Gefühl gegeben,
erfolgreicher mit Frauen zu sein. Denn erfolgreich mit Frauen zu sein, das ist ja auch ein Gefühl. Das ist ja nicht nur, das ist ja nicht eine Liste von Dingen, die du abarbeitest und sagst, bam, 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 wenn diese Dinge abgehakt sind, hier, check, Checkbox dran, dann bin ich erfolgreich. Nein, erfolgreich mit Frauen sein, das ist ja auch ein Gefühl. Ich fühle mich erfolgreich mit Frauen. Und das ist der Punkt, wo wir uns ganz schnell die Dinge oder die Sache sabotieren. Und ich sehe das immer wieder bei Anfängern, wo wir dann wirklich in der Stadt unterwegs sind oder unterwegs sind im Leben allgemein. Und wir sprechen eben nur die hammerkrassen Traumfrauen an. Das sorgt bei Anfängern dafür, dass die Anfänger nicht in Handlung kommen, dass sie sich denken, ja, ich will schon ansprechen, aber wirklich nur die, die mir echt gut gefallen. Und dadurch kommen sie nicht in Handlung, dadurch sprechen sie nicht mit Frauen und dadurch werden sie nicht erfolgreicher mit Frauen. Dadurch lernen sie nichts. Dadurch schaffen sie es nicht, in den Gesprächen entspannt zu werden, weil sie gar nicht lernen, entspannt zu werden, weil sie eben kaum Frauen ansprechen. Das ist so ein Teufelskreis. Und das Ding ist, was wir doch eigentlich wollen, ist, A, uns erfolgreich zu fühlen mit Frauen. Klar, das ist ein Gefühl, aber wir wollen das Sache auch genießen. Wir wollen Spaß, wir wollen geile Unterhaltung, wir wollen geile Zeit mit Frauen verbringen. Wie auch immer das jetzt genau aussieht für dich. Das ist doch das, was wir hier eigentlich wollen. Und das, also du musst das mal verstehen. Stell dir mal vor, als Beispiel, Thema erfolgreich mit Frauen. Stell dir mal vor, du sprichst jetzt 10 Frauen an und 10 wirklich hammerharte, krasse Traumfrauen, die richtig, die Zähnen, richtige Topmodels sprichst du jetzt an. So, und du bist selbst aber jetzt nicht so das Topmodel und bist vielleicht auch nicht so besonders gut im Flirten. So, dann gib dir vielleicht einen davon die Nummer und dann sagt sie dir aber vielleicht vor dem Date ab und du denkst dir so, scheiße, es läuft dir überhaupt nicht mit Frauen. So, ne, so, 10 Topfrauen angesprochen. Jetzt nehmen wir aber mal an, du hast 10 Frauen angesprochen, wie auch immer, die, ja, so, ich sag mal, durchschnittlich sind. Sagen wir mal, Durchschnitt sind, denn die meisten sind eben Durchschnitt. Du hast 10 durchschnittliche Frauen angesprochen, da waren ein paar dabei, die haben dir vielleicht ein bisschen Blickkontakt gegeben, ein paar dabei, da hast du einfach mal vorbeigeschaut. So. Und weil du eben diese durchschnittlichen Frauen angesprochen hast oder auch allgemein mehr Frauen, das ist ja auch die Conclusion, aber weil du diese durchschnittlichen Frauen angesprochen hast, Frauen, die dir Signale gegeben haben, Frauen, die nicht super Topmodel-Niveau sind, hast du vielleicht bessere Rückmeldungen bekommen, du hast mehr Rückmeldungen bekommen, du hast bessere Gespräche bekommen. Ja, die Frauen, die dir Signale gegeben haben, die vielleicht nicht 100% dein Typ sind, mit denen hast du aber geile Gespräche geführt. Und da zieht auch eine psychologische Sache, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen, nämlich wir mögen Leute, die uns mögen. Das heißt, wenn wir mit einer Frau flirten, wo wir sagen, okay, ist jetzt nicht 100% mein Typ, aber sie flirtet voll mit uns, weil wir ihr gefallen, automatisch werden wir sie mehr mögen. Und du wirst eine geile Zeit mit ihr haben, du wirst eine coole Zeit mit ihr haben, wenn sie jetzt nicht die total langweilige Person ist. Aber alleine dadurch, dass sie dir ein Signal gegeben hat, alleine dadurch wirst du eine geilere Zeit mit ihr haben, als wenn du da das Supertop-Model vor dir stehen hast, das eigentlich gar keinen Bock hatte, dass du sie ansprichst. Ne? Nicht, weil sie ein Supertop-Model ist, aber weil sie dir vielleicht keine Signale gegeben hat. Ne? Und so läuft dieser, oder so ist, sorgt das dafür, dieses, oh mein Gott, ich muss die super heißen Frauen aussortieren und die gibt's überall. So sorgt das dafür, dass wir eben ganz, ganz viele Möglichkeiten nicht wahrnehmen. Möglichkeiten, die zu richtig, richtig geilen Erfahrungen, und lass dir das von mir gesagt sein, richtig geilen Erfahrungen führen, die lassen wir einfach vorne aus. Die nehmen wir nicht wahr. Und dadurch ist dieses Erfolg mit Frauenthema immer sowas, wo du dir denkst, ja, ich komme irgendwie voran, aber ich komme nicht so richtig an meinem Ziel an. Das Ziel, denkst du dir, sind voll die heißen Frauen. Aber wenn du einfach losgehst, wenn du einfach Spaß hast, wenn du die Zeit genießt mit den Frauen, mit denen du Zeit genießen kannst, dann merkst du auf einmal, okay, jetzt fühlt sich mein Frauenbereich wirklich erfüllend an, obwohl hier nicht die mega Top-Frauen sind. Vielleicht hast du 1-2 Frauen, die wirklich heiß sind, aber auch vielleicht mehrere kennengelernt oder hast die aktuell, die nicht so heiß sind, aber trotzdem fühlst du dich damit zufrieden, bist zufrieden mit diesem Ergebnis. Und das ist eine Sache, die ich auch selber ganz oft erlebt habe, von den vielen Frauen, die in meinem Leben waren, auf längere oder kürzere Sicht gesehen, war es wirklich so, da waren ein paar Top-Frauen dabei, da waren ein paar richtig, richtig hübsche Frauen dabei, wo auch andere Männer gesagt haben, wow, die sind super, die sind top, mit denen hatte ich auch dann längere Sachen auf jeden Fall, super hübsche Frauen, aber da waren eben auch viele dabei, eben wegen dem Durchschnitt, die einfach, ja, durchschnittlich waren, auch vom Look her, vom Aussehen her einfach durchschnittlich waren, aber mit denen ich auch eine super geile Zeit habe, die ich in meiner längeren Zeitung gesehen habe, mit denen ich einfach total geile Zeiten habe und total tolle Erfahrungen gemacht habe und Sachen, die ich nicht missen will, Sachen, die ich nicht gehabt haben will. Komplizierter Satz. Was ich dir damit sagen will, ist, schieß dir da nicht selbst in den Fuß und fall nicht diesem Irrglauben, der durch die Gesellschaft produziert wird, anheim, dass es überall da draußen super heiße Frauen gibt und das wäre gar kein Problem, ganz viel davon kennenzulernen. So viel super heiße Frauen gibt es nicht. Du wirst ganz, ganz viel aussortieren. Du wirst super viel aussortieren, wirst super viel liegen lassen, wirst ganz tolle Möglichkeiten liegen lassen, wenn du deinen Fokus nicht
umlegst und wirst, gerade wenn du als Anfänger unterwegs bist, nicht in Handlung kommen. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen mach dir mal klar, wie extrem das ist, wie extrem Werbung, Instagram, andere Medien uns das zeigen und wie wenig das wirklich da draußen ist. Geh mal wirklich aktiv raus und schau mal nicht nur nach den super top Traumfrauen, sondern schau einfach mal um, von wem kriegst du Signale, was für Frauen sind allgemein so auf der Straße unterwegs, und dann merkst du vielleicht, okay, der Durchschnitt ist hier wirklich am meisten vorhanden, sonst wäre es ja auch nicht der Durchschnitt. Ja, das ist eine ganz logische Sache. Wir denken immer, das wäre nicht so, aber es ist rechnerisch, das ist der Durchschnitt. Ja, der ist dort vorhanden. Nimm die Leute mit, sprich mehr Frauen an. Das ist ein Video, was ich schon mal gemacht habe, sprich mehr Frauen an. Und das ist eben einer dieser Mechanismen, der uns davon abhält. Deswegen achte mal aktiv drauf und geh mehr auf Frauen ein, wo du vielleicht auch nicht unbedingt sagst, boah, die haben also super Traumfrauen. Lass dich davon überraschen, was für geile Erfahrungen du machen wirst. Ich gebe dir die Hand drauf, du wirst geile Erfahrungen machen, du wirst sehr zufrieden sein, wie die Sachen laufen, und du wirst Erfahrungen machen, wo du dir vielleicht vorher gedacht hast, hey, hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass mit der irgendwie was geht, aber dann ging was mit der und dann war es wirklich eine geile Sache, und das hab ich oft genug erlebt. Lass es dir von mir gesagt sein. Du weißt nicht von vornherein, du weißt vom reinen Look nicht immer, was für eine Erfahrung dahinter stecken könnte. Lass dich auf diese Erfahrung ein. Und das ist ja auch so ein bisschen Teil des Spiels. Das ist ja auch so ein bisschen Teil des Spaßes. Du willst ja auch die Überraschung, du willst ja auch gucken, was passiert. Du willst ja auch ins Unbekannte eintauchen. Und das kannst du an dieser Stelle tun. Deswegen nimm Abstand von diesem, oh, nur Traumfrauen, nur die geilen Frauen ansprechen, und komm mit den Frauen in Kontakt. Schau, was kannst du für Erfahrungen machen. Schau, was passiert. Sei neugierig, sei wie ein Detektiv, sei so ein Forscher, Detektiv. Und hab einfach Spaß an der Sache. Das ist doch der Hauptfokus, um den es hier gehen soll. Und dann wirst du dich erfolgreich mit Frauen fühlen. Ganz wichtiges Thema. Freut mich, dass du dabei warst. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du davon denkst. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Bis dahin abonniere gerne den Channel hier oben und auch auf die Glocke drücken, damit du kein Video mehr verpasst. Unter mir kannst du dich für einen der Coachingplätze, die neuen Coachingplätze, die jetzt freigemacht wurden, die jetzt offen sind für dich, bewerben. Und hier unten geht es zu einem weiteren Video mit noch mehr Tipps für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du dabei warst. Sonntag sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao.